Willkommen bei LZ Parts im Online-Shop der Lüdemann und Zankel AG. Heute einmal Demontage einer Dachreling. Dacia Duster. Geht recht einfach. Manch einer hat damit schon mal ein Problem gehabt, dass sie vielleicht zu locker ist. Ist dann in die Werkstatt gefahren. Die Werkstatt hat dann gesagt, geht nicht, müssen wir einen Dachhimmel tauschen oder runternehmen. Verdammt teuer. Alles Blödsinn. Ich zeige euch nur mal schnell, wie es geht. Zuerst müssen die Abdeckkappen abgenommen werden. Die legen wir sauber beiseite. Immer mit der nötigen Vorsicht, auch bei der momentan kälteren Jahreszeit passiert es schnell, dass innen drin was abbricht. Dementsprechend sollte das Auto schön warm sein. So, jetzt haben wir hier oben Mutter. In der Mitte haben wir eine Drehmutter aus Kunststoff. Die drehen wir runter. Das ist diese hier. Den nehme ich an, brauchen wir eine 10er Nuss. Vorderen Bereich sind zwei. Im hinteren Bereich sind es drei. Plus eine Torx-Schraube, die dann gelöst werden muss. So, alles Notwendige ist jetzt abgeschraubt, demontiert und dann kann man die Dachreling auch abheben. Darunter kann man mal sauber machen, das ist nicht das Problem. Für viele, die das jetzt vorhaben, nach dem Winter wegen Salz oder dergleichen, nicht schlimm. Geht also und lasst euch, wie gesagt, nicht erzählen, man müsste den Dachhimmel abnehmen, wenn die Dachreling lose wäre oder wie auch immer, das ist alles Blödsinn. Hier oben sind Stehbolzen und daran ist die Dachreling dementsprechend befestigt. Ich wollte es euch einmal nur kurz zeigen. Hoffe natürlich, dass ich wieder helfen konnte. Und sage in diesem Sinne wieder bis denn dann.